Gewitter wieder aufflogen zu hören. Abstand, Gaze, beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Na, Adlerauge aktivieren. Da. Hä, das war der doch, oder? Da ist er doch. Das goldene Ziel. Er sitzt in einer der Logen. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden. Oh, ein bisschen klettern, man ist ja Assassine, ne? Das habe ich schon. Homcake, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hands. This is death without reprieve. Entschuldigt vielmals. I may mention the book. Verzeih bitte. For Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. So I can get more by her staying in England. Betty, I've brought more goods into our lot here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she might, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women stay. Gook gook. Na, 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 na. Wozu das die Oper so alles genutzt wird, ne? Oder das Theater? Hat der Will, dass man höher klettert? Okay. Guten Tag. So. Oh, was ist denn das für ein Dreckscheiße, ey? Alter. Na. Ein Weg über die Bühne finden. Okay. Ups. Penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, but it's a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But it is now high time to look about me for a decent execution against next session. I ain't a lazy rogue, by whom one can get nothing to do that. Register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much this stock owes to his income. One, two, three, four, five gold watches. And seven silver ones. Oops. Mighty clean-banded fellow.
16 staff boxes. Da sind wir schon. Monsieur. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Zeugen hinterlassen ist auch nicht so gut, ne? Aber naja. Der Rand in der Bühnenseite! Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der! Der Mann dort! Ergreift ihn! Ein Mann ist im oberen Rang gedrückt, aber ich habe nichts getan! Verzeiht bitte, der Gerücht dränge. Bitte, jemand muss der es machen. Sonst aus! Ich kann hier gar nicht rennen. Marco Stefan. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr Befehl. Synchronstimme hört sich fast an wie so ein Bond-Darsteller. Kommen wir zwar nicht auf den Namen von einer von den neuesten Bonds. Der Mann, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir daran vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, als wir es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind.
Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haven, und gereicht uns zur Ehre. Sequenz 1, eine tödliche Vorstellung. Mission beendet. Volle Synchronisation. Escape-Fortschritt ansehen. Oder auch nicht. Lädt er erstmal. Jetzt ist man schon automatisch auf dem Schiff. So, mal fortsetzen. Etwas frische Luft hat gut getan. Aufs Oberdeck gehen. Gut, aber bevor wir es tun, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Also bis demnächst.